Herzlich willkommen zum Best of Harry Metal Podcast 2007. Das Jahr, in dem ich zum allerersten Mal alles alleine machen musste. Thorsten hatte keine Zeit mehr. Ich musste also selber filmen, selber schneiden und überall selber hinlaufen. Das Festivalwetter 2007 war sensationell. Allerdings hatten wir während der Aufbauphase mit viel, viel Regen und viel Wasser zu kämpfen und sind deswegen unter anderem auf die Idee gekommen, die Campingflächen zu föhnen mit einem Hubschrauber. Das und noch viel mehr seht ihr jetzt. Viel Spaß! Edeka Aktiv, Verpflegungspunkt Nummer 1. Das ist der erste Metalhead, 13 Tage bevor es losgeht. Ich halte es nicht aus. Urlaub verlaufen, nur noch vom letzten Jahr hier. Ich wohne im Nachbarraum. Und habt ihr schon alles vorbereitet? Seid ihr schon aufgeregt? Nee. Ist ja bald soweit, ne? Ja, wir kennen das ja. Also ja. Wir nehmen es dann so, wie es kommt. Hallo. Na? Du strahlst ja, mein lieber Mann. Da ja, kriegen ja die Ohren besucht, du. Soweit kriegt da kein Mensch immer. Schon aufgeregt? So ein bisschen. Das ist gut. Habt ihr irgendwas Besonderes im Angebot dieses Jahr? Wir werden unten mit Grants Whisky ein Sonderpackage machen. Da gibt es einen Beutel Eis dazu, eine Flasche Cola. Und eine Tube Kopfschmerztablette. Ja, das nicht. Ha! Den haben wir ja noch gar nicht getroffen, aber jetzt. Ja, jetzt mal einmal hier den schönsten Kofferraum aller Zeiten. Sensationell. Was sind das denn da für Filme? Da hat Hübner mir alles vollgemüllt. Kurz mal in einem Satz, beschreib mal Hübner. Ja, müllt Autos voll, schreit Leute an. Echt? Sowas macht der? Ja, oh, ist er eigentlich gar nicht der Typ, der wirkt. Sonst ist er gut. Der hat irgendwie mehr so Buddha-mäßig wirkt. Ja, so kannst du das auch. Also ersteres von Audemore vollmüllen, da ist der Jens, glaube ich, noch ganz weit vorne. Thomas hatte immer seinen legendären BMW 3er, hat er ja immer eine Mülltüte gehabt, weil er ja auch mal voll gemüllt hatte. Und hatte immer so ein Kantholz gehabt hinter seinem Sitz, damit der Sitz überhaupt einigermaßen gerade war. Und so war eigentlich der BMW 3, wo wir auch mal drin gepennt haben, gerade immer die ersten Jahre vor der Bühne, weil wir kein Geld hatten für eine Nachtwache, haben wir es dann selbst gemacht. Thomas hat gesagt, pass auf, die erste Zeit mache ich die Wache, dann wecke ich dich und dann kannst du schlafen. Problem ist, er war natürlich immer sofort angepennt und dann musste ich die Nachtwache alleine machen, mehr oder weniger. Und, aber wenn einer ein Auto vollgemüllt hatte, dann war er auch mega spezi. Das war das Auto von Thomas. Also diese Unordnung war ein hausgemachtes Jensen-Problem. 13 Tage noch bis zum 18. Wacken Open Air. Die Vorbereitungsarbeiten für den Bühnenbau laufen auf vollen Touren. In 2007 hatten wir enorm viel Wasser und irgendwann durften keine großen Maschinen mehr ins Infield fahren, weil, wie man hier ganz deutlich sieht, knietief der Morast im Infield und die Stapler haben das nicht besser gemacht. Also sieben war schon. Sie war böse. Sie war ja so böse, dass wir tatsächlich das erste Wacken gewesen wäre, was wirklich kurz vor Abbruch war. Das war ja noch so wirklich mit Bagger im Infield, über Nacht, overnight, tausende von Kubikmeter Hackschnitzel da reinbringen, mit Stroh noch und so weiter, damit wir überhaupt das hinkriegen, dass die Behörden sagen, jo, wir dürfen die Türen aufmachen. Es gab ja gar kein Grün mehr. Also wo wir hier sitzen, das hättest du da ja nur vermuten können, also nicht sehen können. Das ist, ja, das war so, 7 war schon, fand ich, mit das Schlimmste. Also die Aktion war die, war Hammer, die war mega. Nach dem Festival stand der noch eine Woche an der Stelle, weil der war quasi wie einbetoniert. Der Motor hatte sich in den Felgen und Bremsscheiben und so. Es war so hart geworden, dass sie das Auto nicht mehr bewegen konnten. Beim Rausbringen war es natürlich einfach. Da haben wir gesagt, pass auf, euer Trag sieht man zu. Nein, wir haben natürlich geholfen, denn auch. Aber. Die Eröffnung des Festivals 2007. Die wurde am Donnerstag, ich glaube, von morgens bis mittags diskutiert. Die haben sich alle Stunde irgendwie getroffen, die Behörden und alle, die mit der Entscheidung zu tun hatten und immer noch haben heutzutage, ob die Türen geöffnet werden, ob die Menschen tatsächlich aufs Festivalgelände dürfen. Und die haben 2007, war das, glaube ich, die anstrengendste Krisensitzung, die die Behörden jemals hatten hier. Vielleicht 2015 noch.
so ähnlich, aber 2007, das war schon massiv. Also ich hätte nicht gewettet, dass sie aufmachen. Ich hätte eher gewettet, das bleibt zu. Aber uns Dithmarschern macht so ein bisschen Regen nicht kaputt. Morgen werden hier in Wacken die ersten Hubschrauber einfliegen. Ihr werdet sagen, Metal Harry ist ein bisschen verrückt. Nein, ist er nicht, obwohl doch ein bisschen schon. Ist nicht unbedingt Grundvoraussetzung, um hier zu arbeiten, aber es macht den Job einiges leichter. Wie gesagt, morgen treffen die ersten Hubschrauber ein und die werden dann hier den Acker föhnen. So, hier wird er gleich landen. Unser Hubi. Für mich ist das der erste Flug in einem Hubschrauber und wie ich gehört habe, für den Piloten auch. Wer kam auf die Idee damals, das zu tun? Wir waren ein Festival gewesen in Dubai. Desert Storm waren wir mal eingeladen eben. Da war ein Metal Festival damals in Dubai. Und die hatten dann auch ein Riesenproblem mit Wasser eben gehabt, was eigentlich ein seltenes Wort, aber die hatten dann wirklich Wasser gehabt auf der Rennbahn, wo sie eben das Festival machen wollten. Und dann wollte der Veranstalter, der das für den damals nicht Scheich gemacht hat, absagen eben wegen zu viel Wasser. Und da hat er gesagt, hier wird nichts abgesagt. Ja, und ich hole euch jetzt erstmal meine Kampfhubschrauber und dann machen wir mal alles trocken. So, und Sandboden ist eine andere Geschichte als mit Gras und mit Wiesen und so weiter. Aber wie gesagt, das hat da funktioniert und wir hatten das ja gesehen zufälligerweise. Da haben wir dann im Kopf gehabt und dann haben wir gesagt, da muss er dann auch gehen, ja bei uns. Ne? So mal ganz naiv, ne? Meine Ahnungslosigkeit. Jetzt kommt gleich der Colt Sievers, der Hubschrauberpiloten hier um die Ecke. Safari in Wacken. Was hast du denn für einen komischen Klingelton? Für sowas kann man auch in den Knast kommen, ne? Das ist Hardcore. Oh, Alter, das geht ja gar nicht. Das ist unser Festivalföhn. Da war Thomas, glaube ich, damals ein bisschen sauer auf mich. Ich habe nämlich herausbekommen, schon im Vorwege, dass der Herr Peters, also der Hubschrauberpilot, irgendwann angefangen hat, er hat ja gesagt, er ist 15 Jahre Hubschrauberpilot, hat irgendwann angefangen, ganz bestimmte Flugmanöver mit einem Hubschrauber zu fliegen. Und die wurden in Amerika gerne in Filmszenen mit eingebaut. Das konnte wohl nicht jeder so wie er. Und deswegen war er, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr drüben und hat dann da in Hollywood oder wo auch immer bei Filmproduktionen mitgewirkt. Wenn Sie mit mir fliegen, können Sie ganz sicher sein, dass Sie so in Abrahams Schoß sind. Möchtest du uns noch irgendwas sagen, bevor wir dich nicht wiedersehen? Ja, es war schön, dich kennenzulernen. Das ist das erste Mal, dass du was Liebes sagst. Ich glaube, ja. Jetzt hast du tatsächlich ein bisschen Muppensau. Nee, nicht wirklich. Hier, Harry. Ja? Nimm nur die Finger weg davon. Ich fasse hier nichts an, da kannst du dich aber ganz schwer... Das ist mein dritter Fluch in meinem Leben. Einmal von der Schule geflogen, zu Hause rausgeflogen und jetzt im Hubschrauber geflogen. Darf ich fragen, wie lange Sie schon fliegen? Ich fliege mein Leben lang schon. Ich habe schon ungefähr 80 Jahren festgestellt, dass ich außer zur Fliegerei für nichts anderes zu gebrauchen bin. Und das ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen wie bei mir, müssen wir mal die Instrumente bedienen. So, jetzt läuft die Turbine hoch auf 100%. Für mich war es auch der erste Flug in einem Hubschrauber. Ich hatte auch echt ein bisschen Bammel. Ich dachte, mir wird schlecht, aber irgendwann habe ich dann Gefallen dran gefunden und Mut gefasst und dann fragte ich Herrn Petersen, während wir da so 1,50 Meter über dieser Wiese schwebten und auch ganz langsam geflogen sind, ob er nicht vielleicht mal so ein Manöver mit seinem Hubschrauber machen könnte, was er auch sonst im Film so macht. Thomas saß hinten, hat das irgendwie auch nicht mitbekommen und dann guckte mich der Pilot an, lächelte ganz suffisant und dann ging die Nase vom Hubschrauber so ein bisschen nach unten und dann hat er irgendwie den Gashebel nach vorne geschoben und das Ding ging ab wie eine Rakete. Und dann schossen wir kurz bevor der Knick kam, irgendwie 100 Meter in die Höhe. Ah, ist das schön! Und hinten schrie einer, Scheiße! Und als wir ausstiegen, sagte Thomas dann zu mir, du Arschloch. Thomas, du siehst blendend aus. War schön? War natürlich auch ein geiler Marketing-Gag. Ne? Also es waren ja alle da, NDR, Sat1, RTL, also alles, was irgendwie Kameras und Mikrofone hatte, war hier und hat das gefilmt. Ich freue mich natürlich hier, dass wir den Jungs hier in Wacken damit helfen können. Tolle Idee übrigens. Und wie wir gerade ausprobiert haben, das funktioniert tatsächlich. Ne? Die Wiese wird trocken. Okay, als erstes möchte ich mich mal bei den ganzen Jungs hier bedanken, die versuchen, dieses Festival Tag und Nacht hier mit allen Möglichkeiten durchzuziehen. Wir arbeiten hier rund um die Uhr, nur um hinzukriegen, kurz vorher, dass wir das Festival auf die Rolle kriegen. Das erste Lob gilt na klar dem Veranstalter, dass da keine Kosten gescheut wird,
um das Ding durchzuziehen. Also das heißt, ich brauche hier nicht groß nachzufragen und treffe die Entscheidung und sage dann, was es kostet. Das passiert ja auch nicht oft. Da wurde wirklich tonnenweise Schlamm bewegt und Material ins Infield gekarrt und gebracht. Und das hat auch wirklich 2007 hat nur funktioniert, weil Thomas da war, also Thomas Hess. Ohne Thomas hätte das Festival nicht stattgefunden. Der war morgens der Erste, abends der Letzte. Und der wusste, worüber er sprach. Der hat auch mit angepackt. Der hat diese riesen Fließrollen, der hat die mit ins Infield getragen. Der war überall da, wo es wichtig war. Und der hatte eben auch richtig gute Ideen und konnte die auch umsetzen. Und er konnte seine Mannschaft motivieren. Also Hut ab. Mega. Über Nacht sind noch mal circa 150 Mann angereist mit Spezialwerkzeug und Spezialequipment, um die Flächen hier in Richtung Bühne trocken zu bekommen, sodass also alle Festivalbesucher trockenen Fußes hier über den Acker kommen. Wir stehen jetzt vom Produktionsbüro. Im Moment ist hier unten im Produktionsbereich fast keiner mehr. Alles ist draußen auf den Flächen mit Schaufeln, Hacken. Das sind speziell aus Hannover angelieferte Panzerplatten, damit die Möglichkeit überhaupt gegeben ist, dass man die Trailer auf die Koppeln bekommt. Und wie wir jetzt hier sehen, die Party-Stage aufzubauen. Alle super motiviert, machen Überstunden, Sonderschichten, Nachtschichten, Extraschichten, Zwischenschichten. Wahnsinn. Irgendwie freut man sich dann auch, wenn dann das Team zusammenhält und macht und Überstunden, da wird nicht gefragt, sondern geklotzt und gemacht und alle machen mit und so. Das ist dann ist das so dieses Erfolgserlebnis, dass man dann das doch irgendwie hinkriegt und alle an einem Strang ziehen. Finde ich immer total irre. Das Zweite ist, na klar, dieses Verständnis der Fans draußen. Teilweise, also mit hoher Akzeptanz wird es akzeptiert, dass es einfach dieses Jahr so ist. Ich hoffe, dass die Lage sich verbessert und vielen Dank an alle. Der Megastau 2007. Ich glaube, die Autos standen bis kurz vor Hamburg. Auf der A23 ging nichts mehr. Die Fans, die hier auf dem Weg nach Wacken waren, beziehungsweise die auf dem Weg nach Wacken standen, haben das Beste draus gemacht. Die haben Party gemacht auf der Autobahn. Es wurde gegrillt und es wurde gesungen, es wurde gefeiert. Und man hat die Zeit einfach genutzt, um sich zu amüsieren. Es hat, glaube ich, nicht wirklich irgendjemand dem Festivalbetreiber übel genommen. Nun wussten die aber ja auch, wie schwer wir das hier hatten beim Aufbau und dass wir hier nicht Däumchen drehen, sondern dass wir hier auch bis irgendwie zu den Achselhöhlen im Modder stecken. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die auf diese Art und Weise ihre Fans auch informiert haben. Mit bewegten Bildern. Das war ganz wichtig. Das war nicht nur eine Pressemitteilung, sondern wir haben das gezeigt, was da los war. Tonnenweise Rindenmulch haben die hier angekarrt. Von daher, ich glaube, man hat uns das verziehen, dass es ein bisschen gedauert hat, um auf den Campingplatz zu kommen. Ich denke, das stärkt nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man hier im Schlamm gelegen hat. Wir werden das hinkriegen. Geile Helfer, dass sie den Acker hier klar machen bei dem Scheiß. Super. Die Stimmung ist gut, das Wetter wird besser. Das schaffen wir. Danke für euren geilen Support, ihr seid die Geilsten. Ich hoffe, dass alle eine super Party haben werden. Der André, du weißt, der von Iron Maiden, der Sänger, hat dem einen Kameramann auch schon was auf die Augen gehauen. 10.000 Euro nur, damit das Frühstück auf den Kühl nicht auf den Tisch kommt. Wir kommen jetzt ja der frische Fleischsalat rein. Der frische Geflügelsalat. Riesen, die so teuer war, gibt es natürlich ein bisschen weniger Frühstück. Ne? Ganz klar. Wie bist du eigentlich damals zum VOA gekommen, zum Wacken Open Air? Mit dem Trecker bin ich gekommen, mit dem Zelt. Und wie das Fest zu Ende war, lag mein Trecker mit gebrochener Achse in Schenefeld im Graben. Dann habe ich mich wieder verabschiedet. Man weiß heute noch nicht, wer ihn da hingefahren hat. Ich träume nachts noch davon, dass mein Trecker da die Vorderachse gebrochen ist. Aber das war auch geschenkt. Ja. Oder meinst du, die Achse hat mal einer bezahlt? Nicht nur, dass sie kaputt war und keiner weiß, wer das war. Sie wurde auch nicht bezahlt. Es war ja auch nicht so schlimm. Das Fest musste ja losgehen. Ja. Es waren ja auch nicht so viele Besucher da, dass man hätte da Geld von nehmen können, um sowas zu bezahlen vielleicht. Wie heißt noch dieses große Säugetier, das nicht hüpfen kann? Wie? Richtig. Lieber Holger, alle herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag.
feier schön und sauf nicht so viel und besser dich in Zukunft. Dein Manfred Landsberger. Du weißt, wie sehr ich Kameras hatte und das ist jetzt nur für dich. Alles Liebe zu deinem 41. Geburtstag. Hattest du eigentlich in den letzten 30 Jahren, weil dein Geburtstag fällt ja immer in die Aufbauphase des Wacken Open Airs, hattest du eigentlich einmal einen normalen Geburtstag? Nö, aber wollte ich auch nicht. Es war eigentlich immer eher für mich irgendwie immer peinlich, weil wir hatten natürlich alle genug anderes zu tun, als sich mit meinem Geburtstag zu beschäftigen. Und das war natürlich immer, einige haben immer gesagt, ja, du hast ja Open Air extra so gelegt auf dein Geburtstag mit einem großen Fest, das mit vielen Leuten, natürlich Quatsch, hat sich einfach so gegeben. Aber es war mir eigentlich immer wieder dann eben eher peinlich so ein bisschen, weißt du, weil... Du warst berührt. Ja, berührt war ich sowieso. Das ist ja nichts Schlimmes, aber dass eben, ja, einfach die Leute damit beschäftigen müssen, wo ein Wichtigeres zu tun als eben das Festival aufzubauen, wichtiger als mein Geburtstag in einer Form dort zu erwähnen. Hallo Holger, alles Gute zum Geburtstag, auch von mir. Bleib wie du bist. Wir ärgern uns noch ein paar Jahre. Gute Nacht, John Boy. Wir wollten mal gucken, ob ihr noch solche Dildos habt. Das ist der letzte. Das ist der letzte Dildo? Kann ich nur sagen, für 15 Euro ist es kleiner. Das ist ja der letzte, den haben wir extra umgebaut. Dieser Dildo spielt Musik ab von Blind Guardian. Ehrlich, ist kein Quatsch. Ich schlag den Deal vor. Ich habe gleich einen Termin mit jemandem. Und sieht gut aus. Ja, sie sieht gut aus. Kann man so sagen, sieht gut aus. Und da hole ich mir ein Autogramm, das werden wir hier raufschreiben und dann bringe ich den heute Abend auch wieder. So, wir müssen jetzt Autogramme holen für den Dildo. Die Zeit läuft. Ich habe nur eine halbe Stunde, dann muss ich den zurückbringen. Wacken Open Air, das 18. Letztes Jahr haben wir hier an dieser Stelle im Artist-Bereich Blind Guardian getroffen. Damals wusste ich noch nicht, wer das war, weil ich kannte die nicht. Diesmal habe ich mich natürlich vorbereitet. Kannst du uns vielleicht verraten, wie der Sänger von Blind Guardian heißt? Hansi! Danke. Bevor wir mit dem Interview anfangen, habe ich eine große Bitte. Und zwar habe ich hier den allerletzten Wacken-Dildo geholt. Dieser Dildo spielt Musik ab von Blind Guardian. Und ja, wäre das ganz super, wenn ihr mir auf die Verpackung, also nicht auf das Teil selber, aber auf die Verpackung mal ein Autogramm geben könnt. Ja. Und mal sehen, was wir Gutes damit anrichten können nächstes Jahr. Für früh übt sich. Früh übt sich, ja, früh übt sich. So, ich muss jetzt den Dildo wieder zurück nach ins Hoher Office. Signiert von André und Hansi von Blind Guardian. Matthias. Und dem Busfahrer aus Krefeld. Und das Planktron hier, oder wie das Ding heißt, das werden wir auch irgendwie versteigern. 2007. Wettertechnisch während der Aufbauphase ein echter Griff ins Klo, aber das Festival an sich von Donnerstag bis Sonntagmorgen bombastisch. Sensationell. Eins der wohl geilsten Festivals, das ich je erlebt habe. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, kann 2008 genauso gut oder besser werden? Die Frage stand im Raum. Es galt, ein Jahr abzuwarten, aber 2008 kam. Und was 2008 passiert ist, das werden wir im nächsten Best-of sehen. Wie läuft's bei euch? Ja, ganz gut. Kennst du es doch. Ja. Wie jedes Jahr. Läuft einwandfrei. Das Essen könnte noch ein bisschen besser sein. Kennst du ja, Manni. Wer war so ein Bühnenaufbauer-Arsch?